Und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus meinem Bastelzimmer. Heute möchte ich euch zeigen, wie man diese Karte herstellt. Hier sind verschiedene Techniken drin enthalten, unter anderem das zweifarbige Stempeln mit einem Stift und einem Stempelkissen, das Einfärben des Hintergrundes und vor allem möchte ich euch zunächst zeigen, wie man diesen Ausschnitt herstellt. Starten werde ich mit der Grundkarte, die habe ich hier schon mal vorbereitet und zwar ist das ein halbes DIN A4 Blatt, was der Länge nach geteilt wird und dann einfach zur Karte zusammengeklappt wird. Und darauf befestige ich mit dem Snail-Kleber ein Stück Designerpapier aus der Mischung Signalfarben. Und jetzt wird es interessant, denn die Frage ist, wie bekomme ich diesen Kreisausschnitt her? Wir haben gar nicht so einen großen Stanzer im Sortiment. Was wir aber haben, sind Kreisstanzer für die Big Shot. Hier sind verschiedene Kreise in verschiedenen Größen drauf. Und ich habe mich für den größten Kreis entschieden. Und zwar lege ich das Papier so weit drauf, dass es die anderen Kreise nicht berührt und diesen Kreis nicht vollständig abdeckt. Wenn ich das durch die Big Shot kurbel mit meinem bekannten Sandwich, mit meinen beiden Schneideplatten, dann erhalte ich hinterher diesen Ausschnitt. Und ich erhalte dieses Stück roten Karton mit dem Kreisausschnitt. Das befestige ich mit Dimensionals auf meiner Grundkarte. Vorher klebe ich noch etwas pazifikblauen Karton darunter. Den habe ich mit der Wellenkante abgestanzt. So wird es aufgeklebt. So, und als nächstes möchte ich euch zeigen, wie ich den Tintenfisch herstelle. Aus dem Set Summer Splash nehme ich die Krake. Nehme mein kürbisfarbenes Stempelkissen und färbe die Krake einmal komplett ein. Anschließend nehme ich unseren Marker und gehe an die Stellen, wo ich rote Akzente haben möchte, einfach mit dem Marker drüber. So, hier oben am Kopf noch ein bisschen. Und stempel den Tintenfisch auf meinen flüsterweißen Karton. Damit ich später noch mehr Dimension erhalte, schneide ich diesen Tintenfisch aus mit meiner Papierschere. So, und damit es euch nicht zu langweilig wird, habe ich das schon mal vorbereitet. So sieht der Tintenfisch später aus. Jetzt kommen wir zum Hintergrund. Hier seht ihr auf meiner Karte, dass der Pazifikblau und Türkis ist. Und um das zu erreichen, nehme ich zwei Stempelkissen. Im oberen Bereich tupfe ich mit diesem Fingerschwämmchen und türkisfarbener Stempelfarbe einen Hintergrund. Und kann dann gleich in das Pazifikblau gehen und den unteren Bereich tupfen. Um die Luftblasen zu erzielen, nehme ich die Bläschen aus dem Stempelset und stempel die hier drauf. So, und im unteren Bereich dann in Pazifik. Nun kann ich den Tintenfisch mit einem Dimensional befestigen. So. Und setze das Ganze in die Karte.
Wer möchte, kann hier unten noch einen Spruch anbringen. Und hier gibt es auch noch einen Trick, den ich euch gerne zeigen möchte. Ich habe zunächst einmal das Label gestempelt und ausgestanzt. Und um dem Ganzen etwas mehr Farbe zu geben, stanze ich das Label ein zweites Mal, schneide es auseinander und klebe es hinter das erste Label, sodass nur die beiden Seiten rausgucken. Auch das wieder mit einem Dimensional befestigen. Und wer möchte, kann natürlich auch noch ein Schleifenband drum binden. Und schon habt ihr eine wunderschöne, sommerlich frische Geburtstagskarte, Glückwunschkarte für jeden Anlass. Wie gesagt, verschiedene Techniken. Zum einen das Ausstanzen des Kreises mit der Big Shot Maschine, Hintergrundstempeln mit Schwämmchen und Stempeln des Motives in mehreren Farben mit dem Stempelkissen und dem Stampin' Right Marker. Ich hoffe, dass euch meine Tipps wieder gefallen haben und freue mich, wenn ihr mich bald wieder besucht in meinem Bastelzimmer.